ihr wollt sterben. Das hat mich. Das sehe ich euch an, dass ihr sterben wollt. Garantiert. Und du willst nicht ausweichen, du willst nicht getroffen werden. Ja. Ich bin derjenige, der ausweichen will, nicht du. Hast du denn nicht das Drehbuch gelesen, ey? Ah. Ihr habt alle nicht das Drehbuch gelesen, ihr seid so unvorbereitet. Echt. So kann ich nicht arbeiten. Mann. Aha. Waffe wechseln. Schießen. Yippee-yay. Sonst sterben. Ah, um dich kümmere ich mich nicht. Du bist mir egal. Obwohl, du solltest mir nicht egal sein, weil du mich treffen kannst und ich immer runterfallen kann. Und dann muss ich dich doch besiegen. So. Ja, könntest du bitte in die richtige Richtung gucken, wenn du schießt? Dankeschön. So. So. Du musst mir jetzt bitte auch noch Kristalle. Nein, keine Herzen. Obwohl. Ich habe nur noch 8 Herzen. Ich glaube, ich klettere nochmal eben hier hoch, weil die Gegner respawnen ja nicht, solange ich nicht in Jenkers Haus reingehe und lad mich nochmal kurz auf. Denn mit 8 Herzen ist mir das ein wenig zu riskant. Ich habe keine Lust zu sterben. Ich kann mich dann zwar vor dem Lagerhaus aufladen, aber ich muss erstmal dahin kommen, ne? Und wenn ich mich bis dahin treffen lasse, ist es nicht gut. Seht mal her! 32 Lebensenergiepunkte haben wir jetzt wieder. Also, das ist schon ein geiler Punkt, um sich aufzufüllen. Recht. Kann ich nur empfehlen, falls ihr das Spiel mal spielt. Und ihr solltet das Spiel auf jeden Fall mal spielen, selbst wenn ihr jetzt durch mich die Story schon kennt. Es ist egal. Das Spiel macht Spaß. Es ist ein tolles Spiel. Spielt es. Es ist kostenlos. Ein Grund mehr, es zu spielen. Also, los, worauf wartet ihr noch? Macht es gefälligst. Und, wenn ihr das Video mögt, dann könnt ihr mir auch gerne Daumen nach oben gehen und mich und mich abonnieren, wenn ihr wollt. Aber nur, wenn ihr wollt, wenn ihr mich mögt. Wenn ihr keine Lust habt und denkt, was ist das denn für ein blöder Typ, dann solltet ihr mich nicht abonnieren. Und wenn ihr es nicht leiden könnt, dass ich mich teilweise etwas verhasple und dann so und solche komischen Geräusche mache, ne? Dann solltet ihr mich auch nicht abonnieren, weil dann kriegt ihr nämlich immer so komische Videos von mir. Dann seht ihr immer, wenn ich neue Videos habe. Das wollt ihr dann bestimmt nicht sehen. Aber egal. Ja, Level up. Level 3. Juhu. Jetzt kann wieder Spaß wieder losgehen. Level down. Level 2. Na toll. Dafür müsst du sterben. Stirb. Dankeschön. Du stirbst. Ja, doch, war richtig. Du stirbst. Das finde ich sehr gut. Und du gibst uns Raketen und Lebensenergie und Erfahrungskristalle und... Ah, wunderbar. Ich darf die Vögel wieder fertig machen. Was für ein blöder Quest. Blöden Hunden alle zu bringen. Wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, Pixel, gut, das Spiel stammt nur von einem Spiel. Das Spiel stammt nur von einem Spiel. Ja, red doch noch mehr Blödsinn, Silvers. Ja, jetzt hätte ich fast schon meinen alten Accountnamen gesagt oder preisgegeben. Wie auch immer, jetzt wisst ihr ihn. Superfax, sag doch gleich das irgendwelchen weiteren Blödsinn. Nein, das Spiel wurde von einer einzigen Person gemacht, wie ich auch schon gesagt habe. Und kein Wunder. Also, nein, nicht kein Wunder, ich rede hier echt nur mit Blödsinn. Dadurch weiß ich auch, wer hier den ganzen Blödsinn gemacht hat, wenn ich irgendwelchen Blödsinn sehe. Diese einzelne Person. Wobei, vielleicht hat sie ja Anregungen von anderen bekommen. Das wäre natürlich möglich. Und dann... Wow! Wow, 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 wow. Hab ich ein Glück, dass das hier nicht die roten Stacheln sind, die da rechts zu sehen sind. Dann wäre ich nämlich jetzt tot. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt in Jenkers Haus gespeichert habe. Ich glaube schon. Aber dann müsste ich mich jetzt nochmal durch die ganzen Gegner hier durchkämpfen. Bis hierhin. Und da hätte ich keine Lust drauf. Deswegen, Glück gehabt. Echt. Schwein gehabt. Hat uns zwar 10 abgezogen, hat ziemlich weh getan, aber alles ist besser als zu sterben. Oder zumindest fast alles. Ich meine, wenn ich jetzt hier nur noch Gummiähnchen schießen würde und mit jeder nur einen Schaden machen könnte und dafür nicht sterben würde, dann wäre das Spiel, glaube ich, ziemlich langweilig. Und dann hätte ich auch keine Lust mehr. Und vor allem würde es dann ewig dauern, hier durchzukommen, weil wenn ich jedes Mal nur einen Schaden machen würde, dann würde das hier ewig dauern. Ja, genau. Es würde ewig dauern. Es würde ewig dauern und ewig dauern und ewig dauern. Ah! Level 2, ja gut, komm. Level 2 ist ziemlich so gut wie Level 3, aber es ist besser als Level 1. Ich mache 2 Schaden pro Schuss und ich habe jetzt keine Lust, mit Feuerbällen hier irgendwie rumzuhantieren, bis ich die alle treffe. Ja, Level 1, toll. Weißt du was? Raketen! Sterbt! Fresst Raketen! Du auch! Ey, ich sagte, du sollst Raketen. Ja, danke, flieg genau rein. Sowas habe ich gerne. Braver Vogel. Willst du mein Haustier werden? Obwohl, du bist tot. Haha. So. Feuerball. Feuerball! Juhu! Wie Super Mario. Und sie fliegen auch ähnlich. Bounce, bounce, bounce. Egal. Ich gehe weiter.
denn wir sind fast am Lagerhaus und ich habe wieder nur 6 Lebenspunkte, aber ich kann da nicht hoch. Na toll. Moment. Nein, ich kann da glaube ich echt nicht hoch. Nein. Ich muss hier drauf. Und dann springen. Und komisch, bei solchen Sachen hier, ne? Da habe ich kein Problem, auf diese kleinen Blöcke zu springen. Ich schaff's einfach, ne? Aber wenn ich dann irgendwie Stacheln drunter habe, nein, dann falle ich natürlich runter. Oder wenn ich irgendwo hochklettere, dann habe ich große Probleme, so auf einzelne Blöcke zu springen. Ja, aber bei sowas hier kein Problem, wo keine Gefahr besteht, dass ich nochmal alles machen muss, ne? Und da ist Misery und der Doktor. Wir sehen ihn zum ersten Mal. Oder zum zweiten Mal eigentlich. Ich habe ihn ja schon ganz am Anfang gesehen, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Als er seine Krone gefunden hat. Und Misery und Balrog in zwei Blasen geschwebt haben. So. Mein Lord, ich habe alle Samen zurückgebracht, die du wie beauftragt. Sehr gut gemacht. By the by, nebenbei. Die Blumen, die hier blühen, sind dies die Dämonenblumen? In der Tat. My, my. Sie sind unscheinbar, noch unscheinbarer, als ich es mir vorgestellt habe. Nein, Uncanny heißt nicht unscheinbar, glaube ich. Egal, ich weiß nicht genau, was Uncanny heißt. Ist jetzt egal. Mein Lord, soll ich eine Blume als Test konsumieren? Nein, lasst uns das nicht tun. Stattdessen lasst uns die Reaktion an einem Mimiga testen. Ja, mein Lord. Toroko, nein, sie haben Toroko. Uff. Wo bin ich? Und Balrog. Oh oh. Wo denkst du, dass du hingehst? Balrog. Füttere diesem hier eine Blume. Ah, ja, werde ich machen. Nein, hör auf! Ess sie! Nimm deine Hände von ihr. Und das King mit seinem Schwert. Bam. Und er one-hittet mal ebenso Balrog. Der ist ziemlich geil. Toroko, bist du in Ordnung? King. Und sie sieht so aus, als hätte sie eine Blume gefressen. Oh, mein Kopf. Nein! Du bist dieser Doktor! Punkt, Punkt, Punkt. Nun, ja, das bin ich. Ich bin der Doktor. Und von nun an bin ich dein neuer Anführer. Ich bin erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Nun, was genau planst du mit diesem... was genau hast du mit diesem Schwert vor? Ich werde dich töten. Und Misery one-hittet mal eben so ihn. Wow. Ich habe Angst vor Misery. Also ich habe sie ja schon einmal besiegt, aber ich will es nicht nochmal machen. Ha, Mai, sind sie wirklich so zerbrechlich, bevor die Wut sie nimmt? Und da bin ich. Wie lange hat das jetzt gedauert, durch diese eine kleine Tür zu gehen? Echt mal. Ich bin doch gerade da rein und habe jetzt Ewigkeiten gebraucht, um hier durchzukommen. Oho. Du bist dieser Soldat von der Oberfläche. Du bist an... Wow, er kann schweben. Du bist zu einem perfekten Zeitpunkt gekommen. Hier, sie gehören komplett dir. Oh nein, nein. Danke mir nicht. Habt Spaß, ihr drei. Und er verschwindet einfach. Na toll. Ich muss gegen Toroko kämpfen. Nein, ich will nicht gegen Toroko kämpfen. Wow, 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 was? Nein. Oh Gott, Gott, nein. Wow. Blumen, die mich angreifen. Nein, okay. Ich muss mich konzentrieren. Oh Gott. Sie macht alle meine Waffen schlecht. Ich darf mich nicht von ihr treffen lassen. Das ist... Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss aufpassen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich kann nicht so viel labern. Sorry, Leute. Ich bin tot. Ja. Okay, das lief nicht wie geplant. Ich glaube, ich sollte nicht so viel Bullshit labern, mich lieber darauf konzentrieren. Jetzt darf ich die ganze Szene nochmal sehen. Na toll.